I thought you no matter where. Okay, also jetzt willkommen zu einem Video, diesmal meine Morgenroutine und zwar im Sommer. Also ich stehe momentan ganz unterschiedlich auf, je nachdem, was ich halt am Vorabend gemacht habe. Wenn ich da zum Beispiel irgendwo mit Freunden war, dann wird es ein bisschen später bei mir. Und wenn ich aber eigentlich sozusagen nichts vorhatte an dem Abend, dann ist es mittlerweile ein bisschen früher. Variiert aber auch bei mir, also manchmal stehe ich so um 5, 6 auf und an anderen Tagen halt so zwischen 8 und 9. Dann gehe ich eigentlich auch direkt ins Bad und mache mich halt soweit fertig, meine Haare, Zähne putzen und so weiter. Ich glaube, ich brauche im Bad an sich auch echt nicht lange. Vielleicht allerhöchstens 5 Minuten. Dann bin ich aber schon fertig und mache halt mein Make-up. Da benutze ich zum Beispiel einmal diese Wimperntusche von Douglas oder von Sephora. Dann die Palette von Max Factor, da benutze ich aber eigentlich nur diese eine Farbe und dann nochmal einen Bronzer. Irgendwie voll krass, weil jetzt seit die Sonne raus ist, ist echt mega warm geworden. So innerhalb von ein paar Minuten. Dann gehe ich kurz raus und mache mir nochmal Kaffee in der Küche. Ich will mir meinen Kaffee rausschmecken. Also ich mache mir Kaffee und dann eben noch Frühstück und da habe ich halt so verschiedene Sachen mal kurz, die ich euch zeigen wollte. Und zwar einmal so eine Joghurtbowl, die ich mir manchmal mache, mit zum Beispiel Haferflocken. An anderen Tagen mache ich mir so schnelle Pfannkuchen, also die haben so ein bisschen mehr Protein und so eine Haferbowl oder Toast. Und nach dem Frühstück gehe ich dann eigentlich direkt raus, nehme noch meinen Kaffee und setze mich dann draußen auf die Terrasse hin. Und ich liebe es echt total, im Sommer rauszugehen. Ich finde es echt richtig, richtig schön morgens dort. Je früher ist eigentlich, desto besser, weil dann ist das Licht so ein bisschen schöner. Aber spät ist auch okay, wenn ich so früh aufstehen möchte. Okay, das sind jetzt noch so Reste von gestern Abend. Das ist nicht so viel, aber das wollte ich noch essen. Dann frühstücke ich auf der Terrasse, manchmal auch oben, aber meistens halt draußen. Gehe nochmal an meinen Laptop, um zu gucken, ob irgendwas so ansteht oder was ich halt generell so an dem Tag machen möchte. Und ansonsten bin ich auch nochmal an meinem Handy und gucke da so ein bisschen durch. Ich bin nur immer so ein bisschen am Struggeln, aber ich lese sehr, sehr schnell. Also ich kann so ein Buch locker in ein, zwei Tagen lesen und dann brauche ich halt ein neues. Deswegen, ja, bin ich da immer ein bisschen am Gucken. Dann bin ich oben und gehe nochmal mein Handy und da beantworte ich zum Beispiel oft irgendwelche Memos. Ich mache die halt immer so am Stück, weil die meistens so lang sind oder ich es vergesse. Ich bin ganz, ganz schlimm. Für WhatsApp brauche ich echt ewig zum Antworten und das mache ich dann halt tendenziell morgens. Ansonsten räume ich dann eigentlich auch immer auf. Also ich lege immer so die Sachen auf die Couch und dann gucke ich halt da und meistens sind es irgendwelche Klamotten, die ich so zusammenlegen muss. Ich wurde auch schon oft gefragt, wie man am besten anfängt mit seinem Zimmer, dass man es irgendwie aufräumt. Und ich würde mir immer so eine Kategorie vornehmen, wie zum Beispiel Klamotten, und damit erstmal anfangen. Und an sich hilft es mir auf jeden Fall auch, abends schon mal mein Zimmer ein bisschen aufzuräumen und ja. Dann habe ich ja seit diesem Jahr wieder mit dem Sport angefangen und da mache ich immer irgendwelche Workouts quasi und ich habe mich ja langsam gesteigert. Also ich kann jetzt nicht krass viel, aber ich habe mich immer wieder so konstant gesteigert und mache das, was mir Spaß macht. Und da mache ich dann zum Beispiel morgens Workouts, manchmal auch nachmittags, aber morgens fühle ich mich auf jeden Fall viel, viel besser, wenn ich es gemacht habe. Also ich gucke dann immer, dass ich einfach ein bisschen Bewegung so morgens in meinen Tag kriege und weil ich es im Sommer nicht so gerne mag, morgens spazieren zu gehen, ist es eigentlich ganz gut für mich. Und dann mache ich halt, wie gesagt, diese Workouts. 3 Stück, glaube ich, sind es. Genau, es dauert auch nur so 15, 20 Minuten insgesamt.
Und ich gehe dann immer direkt ins Bad und dusche dann, und zwar kalt. Und ich liebe dieses Gefühl im Sommer. Ich mag das total gerne, morgens Sport zu machen und dann kalt zu duschen. Ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Start so in den Tag für mich. Und im Winter kann ich das gar nicht. Da ist es bei mir auch nicht so gut. Aber im Sommer mag ich das total mit dem Kaltduschen. Und ich habe irgendwie kein festes Shampoo leider. Falls ihr da Empfehlungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber das Shampoo benutze ich halt momentan und das ist soweit in Ordnung. Dann versuche ich noch meine Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Betonung auf versuchen. Ich bin da echt nicht gut dabei momentan oder generell dieses Jahr, weil es mir sehr, sehr schwer fällt, so viel zu schlucken und so viel zu trinken dann noch dazu. Deswegen finde ich das ein bisschen tricky. Also Vitamin C, Zink und Magnesium nehme ich schon ein bisschen regelmäßiger, aber halt alle anderen Sachen momentan nicht, obwohl ich die nehmen müsste. Und ich weiß auch, es tut mir gut und ich möchte es auch unbedingt jetzt noch so machen, bevor die Uni anfängt, damit ich da so ein bisschen aufgefüllt habe und mich besser konzentrieren kann und mich auch allgemein dann einfach ein bisschen besser fühle. Und jetzt werde ich noch ein bisschen meinen Tag planen und dann Sachen für Social Media vorbereiten. Und dann bin ich immer an den Schreibtisch gegangen und da verbringe ich dann auch locker so 2-3 Stunden eigentlich immer so von meinem Vormittag und bin da halt am Laptop und bearbeite E-Mails oder bereite so ein paar Sachen für Social Media vor. Also zum Beispiel plane ich auch eine Back-to-School-Reihe für den Sommer oder eine Uni-Vorbereitungsreihe und da plane ich halt gerade so, was für Videos ich machen möchte und wann ungefähr, weil ich verreise und ich möchte das halt alles so im Voraus planen und dann die Videos nochmal quasi filmen und schneiden, damit das alles so passt soweit. Ansonsten recherchiere ich momentan noch ziemlich viel, entweder zum Thema Social Media, weil ich mich da auch immer so gerne weiterbilde und mich das mal interessiert, oder halt auch zu anderen Themen, psychologische Sachen zum Beispiel oder auch gerade halt für die Uni. Ich weiß, ich bin da so ein bisschen früh, also es beginnt für mich im Herbst, aber weil ich nochmal verreise, wollte ich so ein paar Sachen vorher erledigen und das mache ich halt gerade und schreibe mir da so ein paar Listen auf. Oder ich bearbeite zum Beispiel auch morgens Videos und für mich hat es auf jeden Fall am besten funktioniert, wenn ich halt morgens solche Sachen erledigt habe, gerade am Laptop, und wenn ich da auch ein bisschen früher aufgestanden bin, weil dann habe ich schon so einiges für den Tag erledigt und fühle mich so ein bisschen produktiv. Und allgemein würde ich nochmal sehr gerne was sagen zu meiner Morgenroutine. Also ich habe ja gerade den Luxus in meinem Gap Year, dass ich da sehr flexibel sein kann. Das heißt, wenn ich müde bin, dann schlafe ich auch mal länger, oder wenn ich keine Lust habe, irgendwas zu machen, dann mache ich das halt auch nicht und mache das wann anders. Aber ich möchte auch gerne so diese Einstellung generell so ein bisschen beibehalten, weil früher war ich so sehr stark darauf fokussiert, einfach extrem viel so meinen Morgen zu packen und zu erledigen. Und da hat mein Schlaf auch drunter gelitten und es war nicht immer so schlau, weil Leute, Schlaf ist extrem wichtig. Deswegen achtet auf euch und dass es euch gut geht. Und wenn ihr auch gerade eine Phase habt, wo gar nichts läuft, dann macht auch nichts morgens so. Ich glaube, die meisten suchen das ja gerade für Inspiration vielleicht. Aber wenn ihr merkt, das ist gerade nicht so eure Phase oder es geht euch nicht so gut, dann achtet eher auf euch und ihr müsst nicht so viel erreichen und schaffen. Okay, ich bin jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit E-Mails beantwortet und Social Media Sachen gemacht und dann halt ein bisschen für die Uni mich informiert und vorbereitet und mir so To-Do-Listen erstellt, weil ich ja nächstes Mal auch nochmal viel reise. Das heißt, da werde ich nichts machen und dann habe ich nochmal 2 Wochen im August Zeit. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr bei weiteren Videos vorbeischaut. Und dann bis zum nächsten Mal.